eben, bevor es jetzt einen Überfluss an Videos gibt, möchte ich euch kurz erklären, welche Ausbildung ich derzeit mache und wo ich sie mache, was es für den Umfang von der Ausbildung beinhaltet, ja, und so weiter. Also einfach ein paar Fakten über meine Ausbildung. Viel Spaß! Ich habe mich vor ca. einem Jahr dazu entschieden, den Fitnesstrainer zu machen. Und zwar mache ich derzeit die Ausbildung und war dann auf der Suche nach unterschiedlichen Instituten, welche diese Ausbildung anbieten. Habe dann geschaut wegen Wochenendausbildungen und Ausbildungen, die dann doch etwas länger gehen würden. Klar hat es finanziell einen Rahmen gegeben. Zuerst wollte ich studieren, und zwar den Bachelor für Fitnessökonomie in Deutschland, welcher jedoch, wo ich glaube, 14.000 Euro kostet, und das wäre damals ja keine Chance. 14.000 Euro muss man mal haben, und das in eine Ausbildung zu stecken, ist wirklich, wirklich viel Geld. Und deswegen habe ich mich für eine andere Variante entschieden. Ich bin dann auf die Vitalakademie gestoßen. Die Vitalakademie ist ein österreichisches Institut, welches unterschiedliche Gesundheitsausbildungen anbietet. Es gibt den Ernährungstrainer, den Fitnesstrainer, also das Diplom für den Fitnesstrainer und unterschiedliche Aufbaulehrgänge, wie zum Beispiel den Personal Trainer, den Mental Coach, den Reha Trainer und so weiter. Ich wollte unbedingt beides machen, geht natürlich nicht, weil das erstens auch wieder eine finanzielle Frage gewesen ist und natürlich auch zeitlich. Ich mache nebenbei die Matura. In Österreich gibt es das mit der Lehre mit Matura. Ich habe vorher eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, eine Lehre, und habe nebenbei die Lehre mit Matura angefangen. In 4 Wochen oder 5 Wochen habe ich die letzte Prüfung, BWL und Rechnungswesen, und werde dann die Matura abschließen. Ja, es wäre mir einfach zu viel gewesen, 3 Ausbildungen in dem Sinne zu machen, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich nur den Fitnesstrainer mache. Sein soll das eine Diplomausbildung. Man muss das Diplom nicht machen, man bekommt aber diesen Diplomtitel, wenn man eine Diplomarbeit schreibt. Das bedeutet, man schreibt über ein Thema, das einen selber interessiert. Da sind einem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Vorgabe sind mindestens 30 Seiten und verschiedene Quellenangaben natürlich, die eine Diplomarbeit beinhalten muss. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie man den diplomierten Fitness- und Gesundheitstrainer machen kann. Zum einen über den Fernlehrgang. Das bedeutet, man bekommt Unterlagen zugeschickt, die in digitaler Form, die man sich dann entweder selber ausdrucken darf oder kann oder auch eben nicht. Und lernt über Videos. Man hat schon die Möglichkeit, mit anderen Teilnehmern in Kontakt zu treten. Da gibt es eine Community, ein Forum, wo man immer wieder schreiben kann. Aber hat jetzt nicht direkt, glaube ich, man hat sogar gar keinen Präsenzunterricht. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Nagelt es mir nicht fest. Ist 1.000 Euro günstiger? War für mich am Anfang schon ein Thema, weil es natürlich 1.000 Euro haben oder nicht haben. Dann habe ich mir aber doch dazu entschieden, den Präsenzunterricht wahrzunehmen. Und zwar ist der dann 1.000 Euro teurer gewesen, kostet 2.900 irgendwas. Und der Fernlehrgang kostet eben 1.900 irgendwas. Ich meine, ja, genau. Und im Nachhinein bin ich extrem froh. Das Team ist so nett, es sind so nette Mitschüler. Und man hat halt wieder die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, neue Ansichten kennenzulernen, neue Sportarten auszuprobieren, und wir müssen auch Biergroups machen, also wir treffen uns immer wieder, bis jetzt noch nicht, aber es kommt vielleicht noch, wo wir unterschiedliche Sportarten austesten, und wir haben zum Beispiel eine dabei, die EMS-Training macht, und das möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Also von dem her ist es echt genial, man kann dann unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und ja, es ist sehr praxisbezogen, das bedeutet, man hat halt am Anfang immer wieder kleine Inputs am Anfang des Tages und geht dann direkt in die Praxis über und setzt dann das gelernte Wissen eigentlich um. Und es ist, Praxisunterricht ist genial, weil man merkt sich den Stoff länger oder besser, ich merke man zumindest länger, also man hat mehr Spaß dabei, man ist in Bewegung. Diplomierter Fitness- und Gesundheitstrainer, diese Ausbildung sollte für mich persönlich jetzt nicht wirklich viel im Sitzen sein, und das ist es auch nicht, also von dem her ist es echt genial. Anwesenheitszeit, alle 14 Tage, Freitag und Samstag, habe ich dort, muss ich nach Innsbruck fahren, das sind ca. 70 Kilometer von mir entfernt, wo wir den ganzen Tag Unterricht haben. Definitiv okay, kein Thema.
vom Umfang her, vom langen Umfang her, ist es sehr intensiv, es ist anspruchsvoll, aber das soll es auch sein. Ich denke, ein Fitnesstrainer oder ein Personal Trainer, ganz egal, wir Personal Trainer arbeiten dann mit Kunden zusammen und das ist eine Riesenverantwortung, die wir gegenüber den Menschen haben und deren Körper und deren Zukunft eigentlich. Und da sollte man auf jeden Fall qualitativ hochwertig ausgebildet werden. Und deswegen den Anspruch habe ich und den Anspruch erfüllt die Vitalakademie. Also von dem her tipptopp. Und wenn ihr euch überlegen solltet, gerade ihr wollt eine Ausbildung zum Fitnesstrainer machen, dann schaut mal rein, vitalakademie.at. Das ist kein bezahlter Aufruf oder sonstiges. Das ist meine eigene Meinung und Erfahrung. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, jetzt war's. Ich hoffe, habt ihr euch ein Bild machen können von meiner derzeitigen Ausbildung. Und ja, wir sehen uns bei uns beim nächsten Video. Tschüss!